Es tut einfach unglaublich gut, endlich wieder bei gutem Wetter auf frisch geschäbten Hometrails unterwegs zu sein. Falls jemand von den Jungs dieses Video sieht, vielen Dank für eure Mühe. Die Lines machen nach der Winterzerstörung wieder extrem viel Spaß. Auch meine Schwester hat vor kurzem Spaß an dem Sport gefunden und an dem Tag zum zweiten Mal auf dem neuen Bike gesessen. Aber bevor sie hinzukam, rollten wir eine kleine Runde alleine. Da gibt es einen neuen Sprung, gell? Ja, aber den haben die mal nicht wieder zugemacht. Dann bist du aber einmal gesprungen. Ja, ist nur so ein kleiner Mini-Tropf. Okay, ja, wir gucken mal. Den darfst du aber nicht zu weit springen. Also nur da kommt direkt ein Anlieger, gell? Ja, weil danach kommt direkt der Anlieger. Ja, okay. Aber ich meine, der ist zu. Jetzt weiß ich, was du meinst. Boah. Ui, ui, ui. Und wieder verkackt. Oh. Ui. Ach Scheiße. Den habe ich verkackt. Bisschen muddy, muddy, muddy. Boah. Hui. Wie gesagt, jetzt hier in der Saat, wir gucken uns halt auch noch an. Können wir, wenn wir die zweite Runde fahren, können wir uns ja dann kurz die Zeit nehmen. Also fahren wir jetzt einfach direkt. Eher dran vorbei, würde ich sagen. Wir gucken mal, ob es offen ist. Ja. Okay. Und dann kam auch schon meine Schwester. Ich war gespannt, wie es wird, da sie von einem 25 Kilo Hardtail E-Bike Stahlmonster auf ein 13 Kilo Biobike umstieg. Los geht's! Hui!
Was? Ist das wenigstens drauf? Ja, ist das mit drauf. Mann, ich will das hier nicht fahren. Weißt du, was der Fehler ist? Du bist einfach zu langsam. Lass einfach mal rollen. Ich meine, es ist zuckerlich. Ich hab's dazu. Ja, aber du bist halt einfach voll ungewohnt wieder. Wenn ich ungewohnt fahr, wieder gefahren läuft. Komm. Denise fährt heute Laufrad. Los, du hast Pedale, fahr! Heute ist scheiße. Ach, heute ist gar nicht scheiße. Du bist mal gerade ein paar Meter gefahren. Werd mal ein bisschen warm. So, lass mich gleich mal rechts überholen. Ich will den einen Sprung dann nochmal machen. Hey, Jella. Und da kommt die Denise an. Mit Gegenlicht. Mensch, was ein episches Bild. So, hier den Sprung machst du jetzt, Denise. Was? Ja, von der Länge her geht der echt, Alter. Ne? Den machen wir jetzt aber. Den hier? Willst du ihn machen? Mhm. Ja, nur Tempo draufziehen. Kommst definitiv weit genug. Ich muss den aber noch einmal anfahren. Blind ist cooler. Blind ist cooler? Ja. Ja, der hier, der schießt gut raus. Ja, der geht auch noch. Oh. Muss nicht schnell sein. Nee, musst du nicht, weil das Ding dich voll raushebt. Das ist ja immer so der Gedanke, wie schnell muss ich sein? Das musst du meist gar nicht. Nee. Ah ja, Vorderrad war oben. Ja? So, Ganze noch mal schneller. Und zum Schluss hatte sie dann auch ein kleines Erfolgserlebnis. Ah! Ja. Du warst sogar mit dem Hinteren ein bisschen. Ich war oben! Sogar mit, hinten ein bisschen. Ich hab's gemerkt. Wie gesagt, der macht einem nur so viel Angst, weil da dieses Riesenloch ist. Wäre da eine Holzplattform, würden wir uns gar keine Gedanken machen. Läuft meine Kamera noch? Also hat man das Geheule mit drauf, ja? Dann sehr schön. Drauf, ja. Wir sind einfach real. Ah, nein! Das war matschig. Mir ist klar, dass es nicht die krasse MTB-Action war. Aber ich glaube, es ist schön zu sehen, wie wir alle mal angefangen haben und wie sehr selbst kleine Erfolge extrem motivieren können, immer besser zu werden. Falls dir diese kleine Feierabendrunde gefallen hat, lass es mich doch gerne wissen und schreib gerne mal in die Kommentare, ob du dich noch an deine Anfänge erinnern kannst. Wie immer würde ich mich über dein Abo freuen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Biken. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.